spannendsten Städte im Ruhrgebiet, weil sie tatsächlich eine der Großstädte ist, wo tatsächlich nur schwer Industrie vorhanden ist. Und auch mit dem Landschaftspark Nord. Leute, kommt mal mit mir mit. Ich zeige euch mal, was Duisburg eigentlich ausmacht. Ja, es gibt halt mehr in Duisburg als außerhalb Leute vielleicht ahnen. Ich fühle mich auch in den Ecken, die vielleicht manchmal für andere nicht so attraktiv wirken, fühle ich mich eigentlich wohl. Deine Ideen, unsere Stadt, der Prozess, der jetzt etwas über ein halbes Jahr gelaufen ist, an dem weit, weit mehr als 1000 Leute teilgenommen haben, Duisburgerinnen und Duisburger, der geht jetzt langsam auf die Zielgerade. Wir sind heute bei der letzten Veranstaltung. Hier geht es nochmal gezielt darum, die Meinung von jungen Duisburgerinnen und Duisburgern zu erfragen. Wir haben eine ganze Menge an Feedback bekommen. Konstruktives Feedback, kritische Sachen, Wünsche, was anders werden soll, aber eben auch eine Menge Lob, eine Menge Stolz, der sich da auch rausarbeiten ließ, auf Sachen, die in Duisburg gut laufen und die wir einfach besser vermarkten müssen. Und jetzt geht es genau darum, in den nächsten Monaten das zusammenzutragen. Dann wollen wir im März dem Rat ein Papier vorlegen, wo das alles in einen Vorschlag mündet, wie denn ein Imagebildungs-, ein Markenbildungsprozess weiter vorangetrieben werden kann. Der Leitbildprozess, der hört jetzt nicht auf, sondern der geht erst gerade richtig los. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei all denen zu bedanken, die sich erstens da reingekniet haben, den Prozess durch ihre Arbeit überhaupt erst möglich gemacht haben und vor allen Dingen bei all denen, die sich beteiligt haben, nicht nur zu meckern, sondern eben mitzumachen, mitzugestalten. Das ist die Gelegenheit dazu. Viele haben mitgemacht, darauf bin ich stolz und dafür bin ich dankbar. Ich finde einfach toll, dass das einfach so eine große Resonanz ist und das zeigt, finde ich, jetzt mal mit Außenblick ein hohes Interesse an der Stadt. Ich fand es einfach immer sehr schöne, sehr engagierte Diskussion. Man hat immer gemerkt, dass Menschen dabei sind, über 3 Stunden sehr engagierte Diskussion, viele Hinweise, viele Sammlungen und am Ende immer so fokussiert und auch immer wieder ein sehr positives Feedback auch gegenüber dem Prozess bis hin zu Einladungen sozusagen auch künftig mitwirken zu wollen. Ist die Liste vollständig? Ich glaube. Ja, nee, also findet man sich auch in vielen Sachen findet man sich auf jeden Fall wieder. Ja. Ja.